So, und am 18. Dezember will die Lucy mal dabei sein. Ja, die ist im Moment unglaublich fad diesen Winter. Die schläft Tag und Nacht. So, und der 18., was haben wir denn da drauf? Das ist der Kiln. Aha. Oh, die Päckchen gehen schon zu Ende. Das ist total traurig. Das wäre natürlich nett. Naja, es ist einfach was Besonderes zu Advent. Zu Anfang. Ja, Lisa, da muss man schauen. Jetzt hat sie entdeckt, da war gestern was für. Ist sehr hübsch. Gestern war natürlich was für die Lucy drinnen in den Päckchen. Jetzt sind die natürlich schon sehr viel interessanter. Ein Bonhomme heißt es. Ein Bonhomme. Ein Lebkuchenmännchen. Das ist aber nicht für die Lucy. Nein, das ist nicht für die Lucy. Das ist für mich zum Futtern. So, und bunte Blumen. Stiefmütterchen. Pensée, ich liebe. Und Cosmin. Gefranste Cosmin, das ist. Ach, Lucy. Gefranste Cosmin, schau mal. Und noch mehr Cosmin. Ich liebe Cosmin. Die machen so viel Freude. Und die sind heuer, sind meine Cosmin, haben Mitte November noch voll geblüht. Wirklich bis zum ersten Frost haben sie durchgehalten, voller Blüten. Manche waren 2 Meter hoch, manche Sorten. Und kommen immer wieder natürlich, wenn sie einmal im Garten sind. Da. Happy Birthday. Genieße das Leben in vollen Zügen, erhalte deine Gesundheit, pflege deine Freundschaften, trage immer ein Lächeln im Gesicht und vor allem behalte dabei immer den Durchblick. Happy Birthday. Ups. Huch. Huch. Wo ist das Schäfchen hin verschwunden? Halt, keiner verlässt den Raum. Ah, das Schäfchen. Da ist das Schäfchen. Gott im Himmel. Jetzt ist die Katze erschrocken. Die Katze ist abgebüxt. Ein schwarzes Schäfchen. Das habe ich noch nie in Schwarz gesehen. Ah, das alles Liebste, Elli, wünschen wir dir von ganzem Herzen zum Geburtstag. Und natürlich, dass alle deine Träume und Wünsche in Erfüllung gehen. Und das Allerwichtigste, eine gute Gesundheit. Lass dich richtig drücken. Dicke Schmatzer kriegst du auch noch. Deine Nadi, dein Goldjunge Dennis, Pascal und Gilles. Danke, meine liebe Nadi. Du gehörst zu jenen, die ich noch nie getroffen habe und die mir immer ganz nah sind, als würde ich sie seit ewigen Zeiten kennen. Ich freue mich total. Ich freue mich. Von allen euren lieben Wünschen wird es heuer Spuren in meinem Garten geben. Das wird ein ganz ein besonderes Erlebnis. Ich freue mich sehr. Und diesmal zum 10-jährigen Nadelspieljubiläum werden wir es schaffen, einander kennenzulernen. Darauf freue ich mich schon. Alles Liebe euch allen.